Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsringen vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Bringen. Was erzählen Sie denn da für einen Quatsch? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht! Tun Sie, was Sie wollen. Aber wenn mir ein realer Prinz die Hand reicht, um real an der Macht teilzuhaben, dann kann und werde ich das nicht ablehnen. Alles wird besser, wenn wir mit den Fürsten paktieren. Da bin ich ja mal gespannt, was unsere Genossen dazu sagen. Wir sollen nach Westen. Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe 1000 Meter vorm Feind. Die kommt rein. Herr General! Soll ich das Volk wird doch mir die Schuld geben. Am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler. Treueste der Treuen. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Er zerstört mit seiner Willkür alles, was wir mühsam aufzubauen versuchen. Er treibt die Leute scharenweise der Revolution in die Arme. Quiero a mis hombres inmediatamente detrás de las minas. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Und wenn wir Russland einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel. Verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsringen vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird vom Norden her angreifen und sich mit der neuen Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk! Soll mit der 12. Himmler!
war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht 2000 Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Du bist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Volle Situation mich dieser Ludendorff reingeritten hat. Es ist unmöglich, sowas. Ludendorff, dieser Hasardeur. Ich kann diese Feldwebelfresse nicht mehr sehen. Majestät, es geht erst einmal nur darum, eine Fassade zu errichten. Zumindest für eine gewisse Zeit. Wir brauchen diese Waffen. Wir brauchen sie. Das war das Schlimmste zu finden. Das Theater. Es ist alles nur ein großes Theater. Und dieses Theater hilft uns dabei, erst einmal das Volk bei der Stange zu halten. Die Sonne ist schon bei Fuß. Zeitpunkt ist da, wir sollten es später. Also doch. Sie hat es gesagt. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Sicherheit bringen. Was erzählen Sie denn da für einen Quatsch? Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollen Sie Berlin verlassen? Tun Sie, was Sie wollen. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Bestimmt nicht. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Seit Jahren. Wegen meiner bedingungslosen Hingabe an die gemeinsame Sache. Die Verachtung meiner Offizierskameraden zugezogen. Heute muss ich einsehen, dass meine Kameraden recht hatten. Dass mein bedingungsloser Idealismus falsch und ich selber naiv und dumm gewesen bin. Lass mich mal nass. Aber muss ja doch alles gesagt werden. Die jungen Offiziere sind zu Hunderttausenden in den Tod gegangen. Und wofür? Die Antwort lautet, weder für das Vaterland, noch für die Zukunft. Mir ist es jetzt aufgegangen, für euch sind sie gestorben. Für euch! Millionen unschuldiger Menschen sind geopfert worden.
Während ihr, die Führer der Partei, euch am Volksvermögen bereichert habt. Gepresst habt ihr. Ungeheure Reichtümer zusammengerafft. Rittergüter gestohlen. Schlösser gebaut. Im Überfluss geschwelgt. Und das Volk betrogen und unterdrückt. Unsere Ideale. Unsere Moral. Unseren Glauben. Unsere Seele. Alles habt ihr in den Schmutz getrieben. Der Mensch war für euch nur noch das Werkzeug eurer unersättlichen Machtgier. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Das muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Ich weiß übrigens aus verlässlicher Quelle, dass auch der Kaiser Ludendorffs Forderung nach einem Friedensangebot äußerst kritisch sieht. Vielleicht könnte das der Hebel sein, ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun denn, gehen wir es an. Nehmen Sie doch Platz. Bitte, Herr Vizekanzler. Euer Majestät, gestatten, dass wir zunächst unseren designierten Reichskanzler, seine großherzogliche Hoheit Prinz von Baden, in unserem erlauchten Gremium willkommen heißen. Beschränken wir uns bitte auf das Wesentliche, weiter im Text. Wie Majestät wissen, wird die erste Amtshandlung des neuen Reichskanzlers die Formulierung und schleunigste Absendung eines Waffenstillstandsgesuches an den Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson sein. Mit Verlaub, Majestät, ich bin ein Gegner des Waffenstillstandsgesuches, denn es läuft letztlich auf unsere militärische Bankrotterklärung hinaus. Um das ein für alle Mal klarzustellen, Max, mein Lieber, du hast dich ja nicht als Reichskanzler angeboten, um den Plänen meiner Heeresleitung damit meinen Wünschen im Weg zu stehen, ja? Verstanden? Herr Vizekanzler, weiter im Text. Majestät, wir haben uns erlaubt, eine Regierungserklärung für den neuen Reichskanzler aufzusetzen. Ganz im Sinne Ihres allerhöchsten Erlasses, aber auch mit deutlichen Signalen des Entgegenkommens an die Adresse von Präsident Wilson. Tja, und gibt's denn schon eine Textfassung unserer Note? Gemäß des kaiserlichen Erlasses hat das Deutsche Reich eine grundlegende Umgestaltung seiner politischen Leitung erfahren. Seit Monaten für ihn Reklame gemacht hat in Berlin. Ein
kapitulieren, niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden nicht können. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren. Eine Kapitulation unterschreibe ich niemals. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. An Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das heißt, der Führer wird heute nach Clausewitz ausgehen. Wenn die Leute vollständig sind, würde ich dort nicht halten können, wir müssen am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch mal mit dem Hebel. Über Markt im Hebel ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf den Hebel hat. Und dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwester. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester. It's hard to breathe, but that's alright. It's hard to breathe, but that's alright.